Nach einer neuen Studie verbinden die Deutschen Börse vor allem mit Spekulation. Darüber rede ich heute mit Christoph Scherbaum, er ist der Herausgeber von Markteinblicke. Schön, dass Sie da sind. Woran liegt es, dass die Deutschen so ein schlechtes Gefühl haben, wenn es ums Thema Börse geht? Da sind wir vielleicht selber ein bisschen dran schuld. Mit wir meine ich den Journalismus, weil wir doch dazu neigen in Deutschland, die Amerikaner nennen das German Angst, dass wir immer so versuchen, die Börse auch so schlecht zu reden oder schlecht zu schreiben. Und durchaus, wenn es mal abwärts geht, also wir in Korrekturphasen sind, natürlich auch so journalistische Beiträge wie, war's das jetzt oder wohin geht der DAX oder wie soll ich am besten mein Geld anlegen? Wir versuchen immer, dieses Thema mit Angst zu verbinden, und das nimmt auch ein Leser wahr und auch ein Anleger wahr. Und man nimmt nicht die Chance bei vielleicht einem Kurseinbruch auch mal nachzudenken, dass ich jetzt günstiger einsteigen könnte in ein doch langfristiges Sachwertinvestment. In den USA gehört Anlegen viel mehr dazu. Man will sein Geld gewinnbringend möglichst irgendwie investieren. Warum ist das in Deutschland noch nicht so angekommen? Liegt daran, dass die Amerikaner schon in den 70er Jahren angefangen haben mit ETFs, ja auch die Rente und die Pensionskassen der Amerikaner aufzubauen, und wir in Europa, speziell wir in Deutschland, natürlich auf unserer staatlichen Rentensystem die Altersvorsorge aufgebaut haben und neben der staatlichen Rente vielleicht noch das Sparbuch das höchste aller Gefühle war und deshalb das Thema Aktie oder Aktienbesitz noch nie groß ein Thema war von der Mittelschicht. Das war bis jetzt immer so ein bisschen die Variante von den Industriellen, von den Besserverdienenden, aber nicht von der Mittelschicht, von dem Arbeiter, der sagt, okay, ich bin jetzt bei ThyssenKrupp angestellt und ich kaufe mir jetzt eine ThyssenKrupp-Aktie. Gerade die Babyboomer, also die heute vielleicht Ende 50, Anfang 60 sind, die nächste Generation, die in Rente geht, die sind besonders pessimistisch. Haben die genug Krisen mitgemacht und gesehen, dass auch viel Geld verbrannt wurde? Ja, und zwar ist es genau die Generation, die leider Gottes wohl im neuen Markt damals investiert haben oder damals gesagt hat, boah, da funktioniert was an der Börse. Da ist ja, man geht in IPO, in den Börsengang rein am Montag und ist quasi am Mittwoch mit 400% dabei, was natürlich auch der Fall war bei manchen Aktien. Aber wir wissen ja alle, wie der neue Markt geendet hat. Im Chaos, im großen Verlust für viele. Vielleicht ist es auch noch so ein Thema wie die T-Aktie, was uns Deutschen ja als das Debakel an der Börse-Erinnerung bleibt und auch immer noch nach wie vor ist. Und diese Generation ist da besonders stark getroffen, weil sehr viele damals auch, nicht zu vergessen, auch Hausfrauen, sich ja teilweise Kredite genommen haben von der Bank, um an der Börse zu spekulieren. Und dann sind wir jetzt wieder bei dem Punkt mit der Spekulation. Man sollte als Privatanleger an der Börse nicht spekulieren, sondern sinnvoll langfristig sein Geld anlegen und eben die Spekulation sein lassen. Es gibt auch ein Ost-West-Gefälle. Im Osten ist man auch noch kritischer als im Westen. Woran liegt das? Darüber habe ich auch lange nachgedacht, nachdem ich diese Studie gelesen habe, aber ich kann mir es nur so vorstellen, dass wir seit der Wiedervereinigung nach wie vor noch so ein West-Ost-Gefälle haben oder Ost-West-Gefälle, je nachdem, wie man es jetzt sieht, und die Menschen dort drüben noch mehr als die westlichen Bundesbürger, also aus der alten Bundesrepublik Deutschland, noch mehr ihrem Geld hängen und auch das sichere bei sich haben wollen als vielleicht ein Westbürger. Was würden Sie sagen, Sie sind ja langjähriger Wirtschaftsjournalist, sind denn Aktien oder gehören Aktien mit zur langfristigen Geldanlage? Eindeutig ja. Der Satz von Norbert Blüm, die Rente sichere, den können wir jetzt als unsicher ansehen. Und gut, er hat es damals nicht besser gewusst, muss man auch ganz klar sagen. Aber seine Altersvorsorge nur auf der staatlichen Rente aufzubauen oder auch nur auf einem Riester-Sparplan halte ich für fahrlässig. Wir haben sehr gute und auch in der Zukunft gut dastehende Konzerne in Deutschland, internationale Großkonzerne, die sich es lohnt, ein Depot zu haben und auch dort
als Anleger, als Aktionär, als Teilinhaber eines Konzerns investiert zu sein. Also man muss das nicht über den Fonds machen, wo man wieder Fondsgebühren abgeben muss, sondern ich kann bei Daimler selber Aktionär sein. Ich kann an dieser Hauptversammlung auch teilnehmen und kann da auch als Einzelaktionär meinen Unmut ganz klar äußern. Wir haben demnächst ja wieder die Hauptversammlungssaison und man hat die Möglichkeit, als Aktionär viel mehr Rechte zu besitzen und auch wahrzunehmen, als es manch einer glaubt. Und langfristig, da muss man sich nur den Chart des DAX angucken, auf der Sicht der letzten 20 Jahre. Es ging aufwärts bei allen Ölkrisen und Terroranschlägen und Wirtschaftskrisen und was es sonst in den letzten 20 Jahren gab. Der DAX ist kontinuierlich nach oben gestiegen. Also ein Thema, was wahrscheinlich in Deutschland noch mehr Zeit braucht und vielleicht noch ein bisschen mehr Vertrauen. Sie haben es schon gesagt, Journalismus hat es vielleicht auch öfter mal schlecht geschrieben. Müssen wir vielleicht als Medien auch gucken, wie wir da dran arbeiten. Danke Ihnen, Christoph Scherbaum, der Herausgeber vom Magazin Markteinblicke. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.